Can I be your superhero? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und heute orakeln wir Stuttgart gegen Heidenheim in der Bundesliga. Etwas DFB-Pokal gesagt. Hört sich so ein bisschen so an wie so eine typische DFB-Pokalrunde, oder? Nein, also wir haben jetzt zwei Mannschaften, die ich sehr cool finde. Also was Stuttgart diese Saison gerissen hat, ist gleich nach Leverkusen sozusagen eine richtig, richtig, oder wenn nicht sogar mit die beste Leistung. Okay, 1-0. Ich habe eben noch überlegt, ob ich auf Weltklasse stelle. Und dann dachte ich so, ja, wer weiß, wie gut ich mit Stuttgart ankomme. Also wie gut das so klappt. Ich habe nämlich eben schon mit Bayern aufgenommen gegen Dortmund. Okay, also nochmal zurück zu den beiden Mannschaften. Stuttgart sehr, sehr geil, was die aktuell machen. Und auch Heidenheim, wo man so gedacht hat, okay, die sind wahrscheinlich sogar Absteiger Nummer 1. Oder gehören auf jeden Fall zu den Absteigern. Und die sind einfach 9. oder so, ne? Oder 10. Bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber die haben da in letzter Zeit auf jeden Fall richtig was Gutes aufgebaut. Also was heißt in letzter Zeit? Das werden die ja schon über Jahre aufgebaut haben. Ich finde das alles sehr sympathisch. Wow. Hey, wir waren noch zuerst am Ball, oder nicht? Trotzdem gehe ich davon aus, dass die Qualität bei gewissen Mannschaften einfach höher ist und so auch bei Stuttgart. Das überwiegt dann. Und ja, Stuttgart will natürlich auch oben dran bleiben. Ich meine, ihr wisst jetzt schon, wie Bayern gegen Dortmund gespielt hat. Wenn Bayern patzen sollte, könnte, es getan hat aus eurer Sicht. Bei mir findet das Spiel erst, oder aus meiner Sicht findet das Spiel erst morgen statt. Da könnte Stuttgart natürlich jeden Patzer von Bayern brauchen und muss selbst gewinnen, um dann vielleicht sogar noch Zweiter zu werden oder so. Ne? Also, das kann schon interessant werden. Aber gerade, ich meine, okay, das betrifft eher Bayern als Stuttgart. Obwohl, von Stuttgart waren auch, stimmt, von Stuttgart hatten auch viele Spieler Länderspiele, ne? Und, da kann Dortmund eigentlich ganz gut trumpfen dann. Weil es ist gerade nach einer Länderspielpause oft so, dass die ganzen favorisierten Mannschaften alle richtig, richtig fett ins Straucheln kommen. Und ah, verdammt. Und so kann das natürlich auch ja, Stuttgart treffen, so kann das Bayern treffen. Dortmund hat ja keinen Spieler gehabt. Den Länderspiel, also aus der deutschen Nationalmannschaft, die anderen Nationalmannschaften habe ich jetzt nicht so krass im Überblick. Da werden ja trotzdem welche dabei gewesen sein, denke ich mal, ne? Die dann da auch reingegangen sind in die Länderspiele. Und ja, sowas ist natürlich oder sorgt natürlich auch immer dafür, dass dann in der Bundesliga auf einmal alles so ein bisschen verwaschen wird, ne? Alles so ein bisschen anders läuft, als man es normalerweise gewohnt ist. Plötzlich wissen die alle nicht mehr, wie man Fußball spielt. Sag ich ja immer so gerne, aber es hat natürlich auch damit zu tun, dass viele eben dann erstmal so, ja, ich weiß nicht, ob sie 2 Wochen Pause haben, aber eher so dann höchstens Training haben und ja, die andere Hälfte hatte halt dann ganz normalen Rhythmus, ne, indem man dann, oder sogar englische Woche, indem man dann 2 Länderspiele hatte, ne. Einmal eben am Sonnabend und einmal am Dienstag. So, oh nein! Aber eher, nee, 11 Meter? Okay. Im gestrigen Spiel habe ich ja den 11 Meter gegen. Okay, das ist weird. Also die mit ihren Elfmetern, irgendwie kommen EA da überhaupt nicht mit klar mit den Elfmetern. Ich hatte gestern einen Elfmeter gegen mich. Und sauber. Und hier habe ich jetzt den Elfmeter für mich, aber ich finde, das sah beides nicht nach krass Elfmeter aus. Das sah beides nach Grafikbug aus, um echt zu sein. Schönes Ding. 2-0, das war wichtig. Ich glaube nämlich, dass dieses frühe Tor uns nicht so mega viel gebracht hat. Heidenheim macht auch ein bisschen mit, aber ja, vielleicht
Boah, da habe ich zu doll aufgedrückt. Also, was ich eigentlich sagen will, ist, wir sind hier auf jeden Fall noch nicht durch. Aber wie gesagt, Tendenz ist für mich, dass Stuttgart das macht. Ich sehe da so ein 2-0, 2-1 für Stuttgart, um ehrlich zu sein. Und ich würde es halt nochmal witzig finden, wenn Stuttgart wirklich es nochmal so ein bisschen schaffen würde, Bayern da gefährlich zu werden. Und auf einmal sind die zwei, was Bayern denn da? Aber nee, ich glaube, Bayern hat sich wieder einigermaßen gefunden. Musiala ja auch in absoluter Topform. Ja. Aber Stuttgart hat auf jeden Fall die Fähigkeiten, da dran zu bleiben. Trotzdem darf man Heidenheim natürlich nicht aus den Augen lassen, nicht unterschätzen. Ja, und unter der Woche, ich hatte es schon erwähnt im letzten Spiel, DFB-Pokal. Jetzt werde ich natürlich auch orakeln, das wird eine wilde Nummer. Wir Saarbrücken werden wir wahrscheinlich nehmen, dann gegen Kaiserslautern, und Leverkusen werden wir nehmen gegen Düsseldorf. Und das absolute Finale wäre dann natürlich Saarbrücken gegen Leverkusen, und Saarbrücken gewinnt einfach. Das wäre so lustig. Ey, aber, ne, WTF, was geht da bei Saarbrücken ab, ne, dass die eine Mannschaft nach der anderen da rauskegeln aus dem Pokal. Da gewinnt er den Zweikampf. Und da wäre Platz auf außen. Ey, komm, ey, die Grätsche wäre halt gut gewesen, und er hat natürlich das perfekte Timing und dreht den da vorher ab, weil die Grätsche hätte genau, wenn er weitergelaufen wäre, die Grätsche genau gesessen. Meine Güte. So. Aber es wäre auch mega lustig, wenn Bayern in der Bundesliga wirklich nur Dritter werden würde, aber die Champions League gewinnt. Das ist so wirre, weißt du? Und Leverkusen, die gewinnen einfach alles, außer dann DFB-Pokalfinale gegen Saarbrücken. Das wäre alles so skurril, so wirrwarrmäßig, das ist unglaublich. Vielversprechender Start. Ja, verdammt. Hätte ich mal lieber mit Gourassi durchlaufen sollen durch die Nummer. So, schönes Ding. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Das ist die Chance. Ah, der stark gehalten. Ja, wäre Tor Nummer 2 gewesen in dieser Partie. Und dann kommt die Flanke rein, Schöner Befreiungsschlag. Nee. Ganz stark abgeblockt. Nee. Es will nicht, aber daher so ein 2-0, das kann man sich schon ganz gut vorstellen. Jetzt komm, einfach ganz locker weiterleiten, und dann hauen wir das... So viel zum Thema, dann hauen wir das Ding hier zum 3-0 rein. Nein. Nein, machen wir nicht. Diese Ruhe, dieses Abwarten und natürlich diese Reflexe. Ja, und dieses Wochenende ist ja Osterwochenende und so, ne? Das brauche ich ja keinem zu erzählen, aber ich habe halt mega Bock, nach dieser Länderspielpause auch endlich mal wieder ein bisschen zu gucken. Ich werde mir auf jeden Fall, aus meiner Sicht findet das morgen statt, ne? Heute ist Freitag. Aus meiner Sicht, dann morgen schön Konferenz gucken und abends dann das Topspiel. Ja, Sonntag bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Manchmal hast du ein paar gute Spiele dabei, ne? Es sind ja oft Mannschaften wie, nein, Frankfurt und auch Dortmund, glaube ich, die aufgrund ihrer Champions League Spiele unter der Woche, oder naja, Frankfurt hat ja mehr so, weiß gar nicht, was haben die gespielt? Conference League dieses Jahr wieder? Da waren sie ja auch schon raus, ne? Ja, aber dadurch hast du natürlich die Mannschaften dann auch immer, ich hätte passen müssen. Ganz gerne auch auf den Sonntag. Und ja, manchmal hast du aber so Einzelspiele, die einen halt so gar nicht jucken. Ja, da habe ich den Torwart schon mal mit rausgeholt, aber wie wir, drei Leute von mir sind raufgegangen plus Torwart, also vier auf einen. Wir haben ihn einfach komplett eingekesselt. Trotzdem, mit einem gezielten Lupfer hätte er den geschmeidig unterbringen können. Also das ist auf jeden Fall Fakt. Na, ey, ich hab doch zweimal passen gedrückt, ey. Selbst wenn du da noch gegrätscht bist und am
Humpeln bist, kannst du doch trotzdem nochmal gegen den Ball gegenstippen. Jetzt. Na. Das wird zu. Ja, doch, doch, doch. Doch, 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 doch. Passen wir nochmal rüber hier. Nein, und selbst den machen wir nicht. Ah, das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht, ey. Zum Vergleich, guckt euch das Spiel gestern an. Oh nein, ey, wie wir die Pille da einfach nicht. Wenn der Torwart da auch schon so ein bisschen mit gerechnet hat, ne? Dann hauen wir hier nochmal aus der zweiten Reihe einen drauf, aber will auch nicht. Will auch nicht. Und nochmal die ganze Nummer. Ne. Tja. Dann ist es doch ein Also damit ist er aber noch gut davon gekommen, ne? Dass er dafür jetzt gelb sieht. Weil er ja vorhin auch schon dieses Foul gespielt hat. Aber die Spieler haben sie mittlerweile auch gut hingekriegt, ne? Ich weiß nicht, hieß der Best, ist das Beste bei Heidenheim? Mit diesem krassen Bart? Oder hier, weiß ich nicht, wie hieß er, Ito oder so? Ipo oder so? Mit dem Pflaster am Auge da, oder, ne? Das ist mittlerweile schon alles ganz nice. Ich weiß ja, wo sie damals denn so damit angegeben haben, in irgendwelchen Trailern und sowas, für die früheren FIFA-Spiele, wenn du denn Ballack mal so leicht erkannt hast oder Oliver Kahn oder so. Aber das ist halt auch schon, ja, gut 20 Jahre her. Die Spieler haben einfach mittlerweile einen Megasprung hingelegt. Früher hast du nicht jeden Spieler so einzigartig erkannt, so. Mittlerweile sind die ja alle so gut wie eingescannt. Und dann erkennst du sie auch ganz easy. Das war früher nicht so. Da hattest du bloß ein paar Spieler, die so ein bisschen herausgehoben wurden, wie zum Beispiel Michael Ballack. Und die hast du dann auch so leicht erkannt und alle anderen Spieler sahen nachher so halbwegs, ne, so halbwegs gleich irgendwie aus. Da haben sie ein bisschen modelliert. Aber mittlerweile ist ja jeder einzelne Spieler hier top zu erkennen. Ne? Na gut. Ich bin fürs Erste raus. Eure Gedanken wie immer sehr gerne in die Kommentare. Und ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dann sag ich einfach mal ciao.